You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Stabi hier und willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Und zwar diesmal mit meinem Verstärker-Schamanen hier in der Kriegshymnen-Schlucht. Der ist zurzeit 166 Item-Level. Der ist schon ein bisschen besser unterwegs als meine anderen Twinks. Hat ja auch schon Legendary, das heißt, jedes Mal, wenn ich Windfury-Totem stelle, dann habe ich Big Burst ab. Dann spielen wir hier noch Schamanismus, wir spielen Blitzableiter und Anschwellende Welle und irgendwas wollte ich noch sagen, ich weiß es gerade nicht mehr, aber wir gehen auf jeden Fall schon mal für den Zerg, achso, ich bin Ventier, genau, ich wollte eigentlich zuerst Kieran gehen, aber bin jetzt schlussendlich Ventier hier mit dem Schamanen. Wir können den eigentlich slowen, was ich mit Big Burst meine, kann ich eventuell zeigen, oh mein Gott, nevermind, kann ich nicht zeigen, jetzt habe ich es nämlich schon an. Aszendenz, komm ich ran, ich krieg den, ich schwöre euch, ich krieg den. Den kriege ich down, Alter. Was will er machen, Mann? Er hat Zeitverschiebung an, ist purged. Wir kicken spät, wir kicken jetzt. Er hat keinen Eisblock mehr. Was soll das werden, Mann? Der rennt und rennt und rennt und rennt und weiß selber nicht, wo er eigentlich hin will gerade. Zap. Flameshock. Jetzt geht er einfach drauf an den ganzen Dots. Schauen wir, ob er sich nochmal shieldet. Shielde dich. Nein, Flameshock! Beende ihn! Stimmt, man muss über das Ding hier killen. Sonst sind die nämlich nicht wirklich tot. Solange das Teil hier steht, lebt er nämlich noch. Aber er lässt frei. Dann lebt er natürlich nicht mehr. Die haben auf jeden Fall die Flagge geholt. Ich hole mal deren Flagge. Ich bin mal so frei. Verstärker-Schamane macht wirklich unglaublich Laune momentan. Ist wirklich sehr, sehr witziges Spec. Ich baue natürlich noch mehr Gear. Das ist halt Problem halt. Ich spiele 12 verschiedene Chars. Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer, dass halt alle halbwegs Ausrüstung haben. Aber das wird schon immer besser und besser. Vor allem, wenn sie Legendaries haben und halt wenigstens so 160, 170 Item-Level. Dann haut das eigentlich schon recht gut hin. So, der will ja auf jeden Fall ballern. Deswegen ich habe wieder Windfury mit Big Burst ab. Kann ich auf jeden Fall gut reingehen gleich, wenn ich nochmal Uptime habe hier. Bevor ich drauf gehe, ich heal mich hier kurz. Frostjocken hier nochmal. Kicken Greater. Oh mein Gott, da ist auch noch ein Magi mit dabei. Wir können eventuell den Magi hier hexen. Er kickt mich, das ist sehr, sehr nice. Achso, ich kann sogar raussprinten. Blödsinn. Oh mein Gott, ganz vergessen gerade. Er will da nochmal weg hier. Schau, ob er Combust sieht. Ich bin bereit zum Purgen gerade. Da ist Combust. Combust ist instant weg. Ich kann mich selber healen. Schau, wie er instant selber will. Und er kommt drauf, dass er nichts hat gerade. Ach, das ist wieder der Gnome von vorher. wir gehen mal komplett außen lang. Weil die mich sonst hier ein bisschen durchtunneln werden. Der purgt mich da hinten schon wie wahnsinnig. Wir können hier mal einen Slow-Totem stellen. In der Hoffnung, dass wir ihn kriegen. Purgen dann bei ihm ein bisschen rein. Er purgt mich wieder. Erdbindung steht von ihm. Wir killen das ganz fix. Laufen dann wieder weiter. Wer mich die ganze Zeit haben will hier, ich Flameshock ihn mal. Jetzt dreht er um. Dämmer, das ist zweimal verdammt, verdammt knapp. Wir können hier Wind an Stun-Totem stellen. Ich hoffe, ich kriege ihn hier. Ich habe Big Damage ab für ihn, wenn er reinkommt. Wir warten, bis er hier irgendwas used. Er used noch nichts. Wir healen uns einmal. Können dann eventuell killen. Big Kettenernte geht rein. Wunderbar, den haben wir down. Dann schauen wir, was der Rest hier fabriziert. Der Magier kommt schon wieder rein. Wir schocken ihn hier mal, purgen ihn ein bisschen. Der ist jetzt sehr verwirrt, okay. Ah, weg ist da. Ich lauf mal rein. Die haben, glaube ich, keinen Schurken, deswegen. Stell einfach mal Slow-Totem da hinten auf. Die haben keinen Schurken. Deswegen soll es für uns eigentlich ein bisschen besser aussehen. Wir gehen alle schon rein. Das ist sehr, sehr geil. Er hat mir einen Totem gekillt. Und der kann auch nicht brocken die nächsten 8 Minuten. Das sieht schon mal gut aus. Wir schauen, dass unser Healer nicht zu weit von uns weggeht. Damit wir hier immer wieder was haben. Jetzt gehen wir am besten gerade nach oben, weil unsere Leute sind nämlich noch nicht unbedingt drinnen gerade. Die gehen gerade langsam, aber sicher rein. Kriegt jetzt ein bisschen auf Fresse. Er hat immer noch seine göttliche Gunst ab, aber healen muss er noch nicht recht, oder? Doch, jetzt muss er healen. Wir schauen mal, dass wir fürs Abgeben gehen. Wir gehen fürs Abgeben. Springen instant rein, werden die hotcht. Und dann haben wir auch schon das 1:0 hier für uns. Wir gehen hier nochmal Wall. Vielleicht überleben wir es. Überleben gerade nicht. Ich wollte gerade nochmal Big Bursten, aber... Egal, Hauptsache wir haben das 1:0, das ist schon mal nice. Die warten einfach mit 3 Leuten da unten, direkt vor der Flagge. Können halt den jetzt so schnell, selbst obwohl er mich gestunt hat, hätte ich da trotzdem abgeben können, easy gerade. Deswegen war das mehr oder weniger egal. Der Pali hat aber oben überlebt, der kommt oben raus. Schauen wir, ob ihn irgendeiner verfolgt. Wenn er runterspringt, dann kann ich ihm helfen. Ansonsten geht er nämlich drauf. Da kommt auf jeden Fall einer hinterher, der Red will hinterher. Wir Flameshocken den einmal. Schauen, dass er runterkommt. Wenn er runterkommt, kann ich ihm helfen. Wir haben Big Burst ab. Big Burst geht rein. Er use hier einmal Insignia. Wir können Death orienten. Er kriegt hier Heilung. Erdbindung steht. Static Totem steht. Static Totem ist down. Wir healen uns nochmal. Schauen, dass wir hier unsere Aszendenz gleich poppen können, wenn wir nochmal rauskommen. Werden hier dispelt. Oh, die haben einen richtigen Zerg hier am Start. Alter, was ist denn da los? Die haben Heal auch noch mit. Jetzt kommt's mir erst. Wir healen uns mal zweimal.
Schauen, dass wir hier halbwegs überleben können gerade noch. Aber ich kriege halt so derart auf Fresse gerade. Wir können hier nochmal stunnen, damit der Enhancer hier mal kurz weg ist von uns. Dann zieht der hier leider Aszendenz. Wir können vielleicht für den Frog gehen. Er schiert erstmal daneben. Das heißt, wir haben Full Frog. Nein, aber nicht, weil er Grounding auch noch spielt. Können hier vielleicht slowen. Ich habe gerade nichts, um noch irgendwas usen können. Na, das sind alle auf einem Fleck hier und wir sind nur zu zweit. Wieso sitten die mit 5 Leuten einfach hier bei unserem Friedhof? Die verlieren ja gerade das Game einfach. Interessant, was Ali hier gerade fabriziert. Sehr, sehr interessant. Wir können auf jeden Fall den Zerg gleich wipen, weil jetzt sind wir nämlich hier alle auf einem Fleck. Das heißt, ich kann auch was machen, aber ich habe natürlich wieder mal den Respawn verpennt. Ist ja was ganzes Neues. Immer wenn ich freilasse, dann habe ich immer den maximalen Respawn-Timer. Bin immer sehr, sehr unlucky. Vielleicht soll ich mir mal so Timer holen. Die hätten... Boah. So, Holy Pala hat gerade so überlebt jetzt. Was war der Burst gerade? Die haben den gerade ein bisschen gut überfahren. Wir schauen mal, dass wir gleich mal den Healer von denen killen können. Deswegen gehen wir den jetzt gleich mal fokussen. Wir sind hier immer noch gut Leute am Start. Jetzt sind die Windfield tot und das heißt, ich habe Big Burst ab. Schauen wir mal, ob wir hier was reinkriegen. Big Burst geht durch, Desorienten. Nummer 1 ist down, wir können den Hunter hier eventuell zerlegen. Nummer 2 ist down, ist noch ja. Noch wer am Start, der aufs Fressbrett will gerade. Können ihn hier, stellen hier einen Stun-Totem auf, damit hier der Red vielleicht noch mitgestunt wird. Kriegen wir nicht. Er silenced und rootet mich. Wir gehen hier raus, da sind nämlich wieder alle hinten und wir haben schon 2 zu 0 geholt. Gehen so lange erstmal auf den guten Mönch hier. Karma geht raus. Wir gehen durch Karma einfach durch. Er hat nämlich sonst keinen Defensive. Ich hoffe, der Healer healt mich dafür. Nice, wunderbar. Ja, wenn mich dispelt auch noch, würde ich easy überleben, aber das will er gerade irgendwie nicht. Enhancer spielt sich sehr, sehr witzig, aber ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wer Enhancer zum Beispiel mal in vergangenen Addons gespielt hat, zum Beispiel in WoD oder Legion hauptsächlich, bestand die Rotation eigentlich wirklich nur aus Stormstrike. Und jetzt hast du halt aktive Fähigkeiten, die du nutzt. Das heißt, du hast immer tobende Blitze in deiner Rotation. Du hast Stormstrike drin, du hast Lavalash drin, du hast Frostshock drinnen, wenn Flameshock CD hat oder beziehungsweise ab ist. Und du nutzt Blitzschlag quasi in der Rotation, wenn wenn du mindestens 6 bis 7 Mal Strom hast. Das heißt, du hast immer irgendwie Sachen, was du usen kannst. Der rootet mich in einer Tour, Mann. Wir können hier einen Stun-Totem stellen. Vielleicht kriegen wir ihn gerade. Ich res hier viel zu viel Burst. Ich bin down, maybe. Kann ich gerade nicht healen gehen? Ich Heilung. Oh mein Gott, Alter. Wie lange hat er gerade gewartet? Der wollte mich echt nicht toppen gerade. Schau, das meine ich. Ich habe immer 30 Sekunden Respawn. Was ist das immer? Jedes Mal. Das macht das doch mit Absicht, ja. Vielleicht sollte ich mir echt mal Timer holen als Add-on, damit ich weiß, wann die Respawns sind. Damit ich halt, wenn ich sterben kann gerade, dass ich da halt reingehe und vorher drauf gehe und nicht immer den 30-Sekunden-Timer erwische. Da ist immer sehr, sehr unlucky bei mir hier. Ich dachte gerade echt, der toppt mich, aber ich habe beinahe keine Heilung von dem bekommen. Kann sein, dass er gerade CC'd war, ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich kann mich halt nur instant healen, wenn ich halt Malstrom habe. Und das kriege ich halt für Windfury Brocks. Kriege ich dann die Malstrom-Aufladungen. Wenn ich 5 habe, kann ich mich instant healen. Dann würde ich zwar relativ viel healen, aber dazu muss ich halt irgendwo in Melee-Range kommen. Aber jetzt hätte ich eigentlich viel Burst-Damage ab. Wir haben natürlich immer noch eine ziemliche Burst-Meter. Jetzt schauen wir erstmal, was der hier vorhat. Der will hier auf jeden Fall gerade irgendwie durchkriechen. Deswegen slowen wir ihn hier. Wir müssen Flameshock hier, können Totem stellen, können Aszendenz ziehen und dann ballern wir erstmal rein in den guten. Grounden. Grounding ist down. Können dann noch weiter hier reingehen und dann können wir ihn komplett sprengen einfach. 1v1 gewonnen gegen anderen Enhancer. Was haben wir dann hier noch am Start? Da ist noch ein Druid mit am Start. Den haben wir auch noch schön abgefangen hier. Sonst noch irgendjemand? Du vielleicht noch. Was geht bei dir so ab? Wir können hier einen Stun stellen, weil er mich wahrscheinlich gleich stunt, oder? Villa? Ah, da kommt schon die Bubble raus. Ich glaube, der will mich gleich bursten. Habe irgendwie ein mieses Gefühl gerade. Wir rennen hier ein bisschen weg. Schauen wir, dass wir ihn mitten in den Zerg reinziehen. Und dann können wir hier nochmal auf dem Guten eskalieren. Wunderschönes Ding. So, unsere Flagge ist eigentlich eh schon ziemlich durch. Wir können schauen, dass wir hier noch ein bisschen Damage reinbringen, bevor der abgibt. Außer er will, dass er ein bisschen... Das ist ein bisschen Zergen gerade. Oh, jetzt habe ich daneben gekickt, oder? Ich hatte gar keinen Kick, Blödsinn. Oh, der hat Silence. Geht aber in Dispersion. Dann können wir vielleicht hier für den guten Hunter gehen. Aber der ist eh auch schon down. Jetzt können wir hier nochmal ranspringen. Dann können wir nochmal Windfury Totem stellen. Das können wir trinketen eigentlich. Dann stunnen wir ihn hier. Und dann ist er auch schon wieder down. Vielleicht können wir hier nochmal Chain Lightning reinjagen. Er gibt echt nicht ab gerade, weil er will, dass wir noch ein bisschen zirken. Finde ich sehr, sehr nice von ihm. Da können wir schauen, ob wir noch den einen oder anderen hier globeln können. Der verpisst sich auf jeden Fall. Wir schauen mal, ob wir die runterbaiten können. Wenn wir jetzt weggehen, springt dann einer runter von denen? Boah, ich hätte so gern Bersi gerade noch. Wenn er jetzt nicht abgibt, wäre ein Traum. Ich bräuchte noch 1,40. Ich bräuchte noch 1 Minute 40, bis ich Aszendenz nochmal abhabe. Dann könnte ich einen komplett zerstören einfach. Schau mal, der Pali, der hat mich im Target die ganze Zeit. Der mag mich nicht, habe ich so das Gefühl. Jetzt hat er den anderen im Target. Ich glaube, der mag mich nicht. Nur so ein Gefühl gerade.
Kriegen wir eventuell... Geht ein Heiler mit nach vorne? Weil ich würde da nach oben gehen, nämlich gerade. Da würde ich beinhart reingehen hier und schauen, ob wir den vielleicht down kriegen, ganz fix. Haben wir down? Oh, jetzt bin ich down. Nein, hört auf. Das war nur Spaß. Ey, Mann. Das war es absolut wert, würde ich sagen. Das war es absolut wert, gerade einfach reinspringen mit Bärs, ja, mal tot im Stellen. Und irgendeinen aus dem Leben bald. Ich glaube, die pushen gerade nach unten, kann das sein? Alle gehen so weit zurück. Jetzt kann er langsam abgeben. Jetzt macht Allianz gar nichts mehr. Deswegen schauen wir. Ich glaube, das ist halt gut momentan. Das Farmen vorne bringt halt immer noch Ehre. Das heißt, es ist nach wie vor mega worth. So, Top Damage sind wir natürlich nicht so oft, wie wir drauf gegangen sind. War ein bisschen unlucky, aber ansonsten können wir natürlich gut mithalten. 130.000 Healing dann war auch nicht so schlecht. 6 Kills haben wir gemacht. Der Shadow Priest hat hier gut reingefarmt auf jeden Fall. Wobei, er hat ziemlich viele Kills abgestaubt im Gegensatz zum Log, wie es aussieht. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, bei meinen Social Media Networks folgen. Alle Links bin unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.